Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Du bist hier auf dem Kanal von Rockkartoffel LP gelandet. Und wir möchten... Ich gehe mal gerade auf die Karte. Wir möchten ganz oben hin. Seht ihr? Nach Norden, da wo dieses Häkchen ist. Da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie hingelangen, ohne in mehrere Fights zu geraten, was uns aber leider passiert, wie es aussieht. Bitte gebt mir nicht nochmal so einen Kackdrachen. Angriff von hinten. Okay. Kriegen wir hin. Alles halb so wild, alles halb so wild. Gerade nochmal, alle voll geheilt. Also dürfte das kein Problem werden. Sie macht jetzt bestimmt schon genug Damage und... Ach nee, da war ja was. Shit da heal. Ulrik, wir haben Damage gemacht. Aber dafür eher umso weniger. Komm, wir machen mal wieder hier. Nee, doch nicht. Wir machen mal hier. Nee. Schade. Schade. So, jetzt bitte zu diesem Kreuzchen. Danke. Das wäre sehr nett. Bitte kein Fight mehr. Weil Fights sind hier in diesem Eisgebiet, merke ich gerade, doch nicht so ohne, wie ich anfangs gedacht habe. So, jetzt... Müssten wir auch schon gleich da sein bei diesem Kreuzchen, beziehungsweise bei diesem Häkchen. Ich hoffe, dass das auch der Fall ist und dass wir jetzt nicht hier wieder so ein unendliches Ding langlaufen. Das wäre nämlich nicht toll, ganz und gar nicht. Holy shit, was geht denn jetzt ab? Wir können uns nicht bewegen. Oh doch, Schnee. Soweit man sehen kann, ich passe besser auf, wo ich hingehe. Ich werde hier ein Zeichen aufstellen und dann losgehen. Zeichen aufstellen. Hier ist also... Holy shit. Das heißt, immer wenn wir uns bewegen... Ah ja, okay, ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Wir müssen jetzt diese... Darf ich rein? Wir haben es irgendwo hingeschafft, Leute. Wir haben es irgendwo hingeschafft. Was das immer das ist. Substanz aller halten, das ist ja cool. Das ist ja cool. Aber hier mehr gibt es sonst nichts, oder was? Doch, ein Kampf, den wollte ich haben. Und ich habe ihn bekommen. Und ich hoffe, er ist nicht allzu brutal jetzt. Gegen zwei Mini-Autobots, okay. Ah ne, sind ja diese komischen Decepticons da. Das sind ja die Bösen. Die Autobots tun ja den Menschen nix. Wenn das Vieh jetzt 3000 Schaden macht, dann heb ich gleich ab hier. Genau, mach du das Ganze nochmal auf Rocky, dass der auch nochmal schön gestreichelt wird. Oh, sowas mag der ja. Das Jüngchen. Tot. Was? Ich hab schon gedacht. Die Viecher machen aber mit allem genug Damage, würde ich fast behaupten. Alter Schwede. Schon nicht schlecht. Kaltes Schnappen. Cold Snap. Cold Snap. Hört sich auch gut an. Muss ich mir unbedingt merken. White Grazer. Warum wurde Barrett jetzt davon geheilt? Hat er irgendein Item, das ihn davor schützt? Oder was geht mit dem ab? Achso, Barrett hat jetzt auch eine neue Waffe. Deswegen macht er auch plötzlich ein bisschen mehr Damage als vorher. Stimmt, da war ja was mit diesem komischen Laser, ne? Diese Laserkanone oder Lasergewehr oder wie das hieß. Ja. Bitte lass die Markierung noch da sein. Nö, natürlich nicht. Alles klar. Ist nett. Obwohl ich jetzt einfach mal behaupte, dass man sich auch ohne diese Markierungen hier wunderbarst zurechtfinden würde. Nicht schon wieder das Vieh in Kombination mit so einer alten, oder? Nee, nur das Vieh.
Alles klar, das ergibt also kein Problem eigentlich. Holy shit. Maybe ergibt es doch ein Problemchen. Also manchmal verstehe ich den Sinn von dem Spiel nicht. Das ist ein Eismonster und es macht Feuer. Also das, was eigentlich schmelzen müsste und das Eis kaputt machen müsste. Müsste es doch eigentlich ein bisschen mehr Damage machen als Angriffe, oder? So 500 mehr oder so wäre ja schon in Ordnung. Wir gucken mal gerade. Zauber plus Gegenangriff. Kyata, Eis, Schutz, Heilen, Erkennen. Poisoner, das machen wir mal raus. Erkennen schmeißen wir mal da rein. Ne, warte mal, hier schmeißen wir noch alle rein. Und da Eis. So, pass auf. Jetzt haben wir hier jetzt Schutz, dann machen wir hier noch. Hilft es dann bei allem? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal rein. Könnt ihr ja gerne wieder in die Kommentare reinschreiben. Und Feuer natürlich. So. Jetzt haben wir auch mal Eis auf alle. Sehr schön. Wir müssen dabei bleiben. Gut. Immer schön auf dieser Ebene bleiben. Immer schön auf der Ebene bleiben. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Interessant. Ja. Ja. Sag mir jetzt nicht, dass ich wieder am Anfang bin. Bitte sag es mir einfach nicht. Das sieht hier nämlich sehr ähnlich aus, komischerweise. Und solange es kein Boss ist, bin ich mit allem zufrieden, was jetzt kommt. Aber ich wüsste auch nicht, warum jetzt genau ein Boss kommen sollte. Das wäre ein Unding des Spiels. Ein Unding. Bamsen, tot. So, das Vieh kriegt natürlich direkt wieder auf die Nüsschen. Genau wie Rocky. Na, das war ja einfach. Gib mir mehr von den Viechern. Viechers! Na, hier ist doch ein bisschen enger als vorher. Okay. Weiter. Ziemlich lange Passagen dafür, dass es eigentlich... Wo sind wir jetzt hier? Ziemlich lange Passagen dafür, dass es hier eigentlich so schnell über die Map drüber ging am Anfang. Zieht sich alles ein bisschen. Und ich habe gelernt, dass ich jetzt hier vielleicht mal Feuer einsetzen sollte. Ich versuche das einfach mal. Und vielleicht mal das hier auf alle. Und dann vielleicht noch gerade das hier dazu auf alle. Einfach mal mit Zauber ein bisschen rum experimentieren. Vielleicht hilft uns ja was. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gegner auch dieses komische Gegenangriffteil dabei haben. Okay, Feuer scheint ein bisschen effizient zu sein. Okay, und dann kriegt sie sofort auf die Mütze tiefer. Deswegen hauen wir hier nochmal Heilung hinterher. Dieses Blitz ist... Okay, nee, gut. Blitz scheint dann doch auch ziemlich effizient zu sein, obwohl es nicht mehr Damage macht wie normale Angriffe. Schlussfolgerung daraus, ist es doch nicht effizient. Was laber ich hier eigentlich? Wir gehen weiter nach Süden. Da oben ist eine Höhle. Gehen wir doch da mal noch rein. Guck mal, wer bist du denn? Halt, stopp. Bevor du dich jetzt in ein unbesiegbares Monster verwandelst, mache ich lieber nochmal... Was mache ich denn jetzt? Anordnen. Zauber. Gucken wir doch mal. Zauber. Heilung. So, und dann schmeißen wir Eris noch, Tifa noch ein Äther rein, wenn wir noch einen haben. Haben wir noch? Haben wir noch? Haben wir noch? Äther. Scheinbar nicht. Meine Fresse, wie viel Zeug haben wir denn? Und ein Turbo-Äther, der müsste doch noch irgendwo hier rumliegen, oder? Turbo-Äther, Turbo. Turbo-Äther, guck mal da. Zack. Bremsen. Fertig. Keine Ahnung, wie viel der maximal herstellt. Wer bist du denn? Das war so klar eigentlich, dass es hier ein kleines Kämpfchen geben wird.
Ach, nur so zwei Drachen. Dann ist ja alles in Butter. Feuer sehr uneffizient gegen diese Drachen. Na gut, eigentlich... Na gut, Damage hat sich halt gesplittet, wa? Also doch eigentlich relativ effizient. Null macht Eis gegen die, also müsste es ja doch... Ach, egal. Labern wir einfach nicht länger. Greifen wir einfach weiter an. Hammerschlag jagt einen Gegner in die Luft. Machen wir doch auf den wir bisher noch nicht so oft angegriffen haben. Nämlich auf den linken. So, wie viel Damage macht der Schissel jetzt? Bisschen niveauvoll bleiben, ne? Hutsch! Hä? Das bringt ihn also nicht um, das lässt ihn nur kurz verschwinden, oder wie? Dieser Angriff ist sehr zeitaufwendig, habe ich das Gefühl. Sehr zeitaufwendig. Sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Kommt der andere Drache wieder runter gleich, oder? Würde der jetzt für immer da oben bleiben? Scheinbar bleibt er für immer da oben. Kriegen wir auch keine XP für ihn. Nehme ich stark an. Reicht aber trotzdem für Level Up bei Barrett und Tifa. Was mich jetzt aber trotzdem stutzig macht, dass dieses Vieh sich gleich zu was Unbesiegbarem entwickeln wird. Das heißt, dieses Vieh, dieser junge Mann hier. Sag mir doch mal was, was gibt's denn? Bitte geh. Ernsthaft? Reden wir nochmal an. Bitte mach dir um mich keine Sorgen. Also, ich will keinen von euch verletzen. Okay, vielleicht, und kommt nicht wieder zurück. Bitte hör auf. Bitte, das ist genug. Bitte, das ist genug. Bitte, das ist genug. Bitte, das ist genug. Ich glaube, das wird nichts mehr, wenn wir so weitermachen. Wir kommen einfach gleich wieder. Wir gehen kurz raus. Um dann nochmal eiskalt reinzugehen. Denn ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwas machen können mit dem. Irgendwas muss doch drin sein. Wer bist du? Achso, du bist nur so einer. Dann ist ja langweilig. Feuer nochmal. Eis nochmal. Mit dem machen wir jetzt garantiert sowas nicht, sondern lieber mal... Oh, das war's schon. Alles klärchen. Was? Ich würde gerne wissen, was ich mit dem Typen da drin jetzt machen kann. Wäre sehr interessant zu wissen, meiner Meinung nach. Irgendwie muss ich dem doch irgendwie was geben können, oder? Bitte geh. Bitte mach mir... Er fängt es wieder von vorne an. Jo, er fängt wieder eiskalt von vorne an. Das gibt's doch jetzt nicht. Willst du uns nicht irgendwas geben oder so? Da läufst du uns gleich hinterher, wenn wir jetzt hier verschwinden oder so? Das ist doch unmöglich mit dieser Jugend heutzutage. Der begegnet uns später wieder, ich sag's euch. 200%ig kommt er später wieder. 200%ig. Und dann wird er uns so wegbürsten, dass wir nichts mehr machen. Ich bin gerade schon wieder zusammengezuckt wegen dem Kampfsound hier. Was bist du denn? Eine schwebende Meerjungfrau. Okay. Bin ich mit einverstanden. Und zwar voll und ganz. So, Barrett. Du versuchst es einfach gar nicht. Klingenstrahl. Bitte auf den in der Mitte. Und jetzt sind wir dran. Yes! Tot. Und ausbreiten. Zack. Und beide tot. Rocky kann's halt. Der ist halt voll der übelste Mega-Pro in dieser Hinsicht. Und wir haben Ramu weitergelevelt. Sehr gut. Und schon wieder 50.000 Gil. Ich glaub's nicht. Aber ein Speicherpunkt wäre nicht schlecht. Meiner Meinung nach. Ein Speicherpunkt würde mich wirklich sehr zum Lachen bringen. Wisst ihr was? Hier, weil wir so weit gekommen sind, drücke ich jetzt einfach mal F1.
Oder? Soll ich hier mal F1 drücken? Ja, komm, wir drücken einfach mal F1. Wenn wir jetzt hier nämlich noch irgendwie durch irgendeine mysteriöse Gegebenheit verrecken, bin ich sehr böse. Und mit sehr böse meine ich wirklich sehr böse. Hier sind wir doch erst lang gekommen, oder? Bin ich jetzt dumm? Dieses verkackte, verwirrte Sein. Ich hasse es. Ich laufe bestimmt jetzt schon wieder zurück und ihr klatscht euch jetzt an den Kopf. Weil mein fotografisches Gedächtnis wieder so im Arsch ist. Nö, hier sind wir jetzt irgendwie nicht hergekommen, glaube ich. Komm schon. Ach, komm schon. Wo bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt wieder an so einem Ewigkeiten- und Herlauf-Screen? Momentan habe ich aber irgendwie die Befürchtung, dass wir jetzt gerade die letzte Abbiegung falsch genommen haben. Wahrscheinlich waren wir so knapp davor, gerade irgendwas Hilfreiches zu finden. Und haben es einfach nicht hinbekommen. Was war das denn bitte für ein Angriff? Ihr könnt gar nichts! Ihr Kackviecher, ihr könnt nichts, könnt ihr! Fahrt zur Hölle! Immer wieder schön. Wir sind zusammengebrochen. Wo sind wir denn jetzt? Sollte das etwa so sein? Bist du wach? Oh, unser Freund. Hola. Du bist am großen Gletscher zusammengebrochen. Es ist ein Wunder, dass du in Ordnung bist. Mein Name ist Holzhoff. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Falls du vorhast, nach Norden zu gehen, dann hörst du dir besser meine Geschichte an. Diese Geschichte hören wir uns aber erst im nächsten Part an, lieber Holzhoff. Und wir sind am Fuß von Chaos Cliff. Aber was uns hier erwartet und was vor allen Dingen in der Geschichte vorkommt, seht ihr im morgigen Part von Let's Play Final Fantasy 7. Die Rockkartoffel bedankt sich wirklich vielmals bei dir und wünscht einen wunderschönen Restnachmittag. Auf Wiedersehen.